Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Nerd Alert. Wir haben uns mal gedacht, wir werten die optische Schulnote von 6 auf 1 und haben uns die schöne Sally an die Seite geholt. Hallo. Hallo Sally, wie geht es dir? Sehr schön. Sehr, sehr schön geht's dir? Ja, ich freue mich hier zu sein. Weil wenn Halo ruft, dann bin ich ja da. Ne? Genau, wir haben ja heute Halo als großes Thema. Wir streiten uns seit wir uns kennen eigentlich, wer der bessere Halo-Spieler ist. Eigentlich streitet er sich, weil ich weiß ja, wer es ist. Ja, und wir sind bis jetzt erfolgreich einer Konfrontation aus dem Weg gegangen. Und wir fangen gleich mal an natürlich mit dem ersten Bild von, wer ist es gleich wieder? Ich glaube von Mexiko war es? Nee, nicht von Mexiko. Ja, wie Halo in Mexiko aussieht. Ah, okay. Zuschicken lassen. Genau, und da werden wir jetzt auch gleich mal ein Bild drauf werfen. So sieht das aus hier. Interessante Statue. Ich glaube, das ist das falsche Bild. Das ist das falsche Bild. Das ist das falsche Bild. Das ist nicht so schlimm. Moment, ich wechsle gleich mal. Wo ist das auch Bild? Auch nicht? Ja. Ah. Master Chivo. Cucaracha Chivo. Genau, sehr interessant. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hola, genau. Ich finde auch diesen Nerd-Hype um Halo fantastisch. Es gibt ja da auch noch so bekannte Serien wie Red vs. Blue, die da auch noch sehr interessant mit der Vertonung da rumstehen. Und das ist auf jeden Fall sehr cool, muss man sagen. Ne? Dann haben wir noch ein weiteres, und zwar den Master Chief Kaffee. Ja, was macht der Master Chief morgens? Ja. Hat schon alles so ein bisschen vorbereitet, aber hat noch Copping von gestern. Der ist noch, gestern wieder 18 Elites erledigt. Boah, das war und 17, heute noch mal. 17 Brutes. Denk mir mal, ich bin total erledigt hier. Knarre auch im Eimer und die Granaten sind in Wirklichkeit nicht echt. Verdammt nochmal. Was soll ich denn machen? Was soll ich noch machen? Dann machen wir noch, haben wir das hier, ist das nächste Bild, Sally? Ja. Ja, ich muss sie immer hier verifizieren lassen. Sie ist nämlich Mastermind hinter dem Ganzen. Genau. Wenn ich was falsch mache, gibt's die Peitsche danach. Und alle Bilder, glaube ich, sind von Wii Gamer natürlich. Ja. Da wollen wir auch nochmal ein Dankeschön ausrichten. Ja, dich wollen wir auch grüßen als biggest Halo-Fan ever. Ja. Ne? Wie er schrub. Wie er damals schrub, wie er uns damals das Wissen ließ. Und sehr interessant, super Wii Gamer, weitermachen. Und wenn ihr mal in die legendären Fußstapfen von Wii Gamer treten wollt, nerdalert@giga.de könnt ihr natürlich auch machen. Als nächstes haben wir noch ein Clip, soweit ich das weiß. Und den gucken wir jetzt einfach mal an. Und da bin ich jetzt gespannt, was mich erwartet. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Deswegen, der ist super. Ja? Der ist super. Okay, wollen wir nochmal einen Blick reinwerfen. Oh, Kist an Elite. Mhm. Das ist natürlich von sich aus schon sehr eklig, ne? Kommt drauf an, auf welcher Seite man ist. Ja. Das ist echt cool. Vor allem, weil es von einem Mädel gesungen wird. Was ich sehr cool finde. Also gesungen. Okay, jetzt finde ich es sehr cool. Sehr gut. Ja, das ist sehr schön. Unser Aufnahmeleiter Pierre hat das auch sehr gut intoniert mit dem Lied. Mit dem Titel I Kissed the Lead. The Lead? The Lead. Ist auch schön. Ja, ist auch schön, ja. Also, nächste Nerd-Ausgabe. Pierre hier in der Sendung, der das singen wird. Wir melden uns gleich wieder nach einer kurzen Werbung. Herzlich willkommen, Sally Gipsy und ich begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe, zu einer weiteren Ausgabe von Nerd Alert. Sehr interessant. Yay. Und zwar machen wir gleich weiter mit einem weiteren Clip. Ja? Da kann nichts passieren, das ist safe. Und da bin ich jetzt mal gespannt, du suchst sie ja alle aus. Was heißt, du suchst sie alle aus, du kriegst sie ja alle. Ja, wir kriegen 100.000 Tonnen von Einsendungen. Ja? Und da siften wir so through und gucken, was halt gerade passt. Und das, was am meisten exponed, das taken wir dann in die Sendung. Ja, genau. Habe ich das gesagt? Nee. Exposen hast du mal gesagt? Exposed. Dentist oder irgendwie sowas. Ja, genau. Also ihr merkt schon, von Nerds für Nerds, das Ganze hier. Das funktioniert ganz gut. Und deswegen können wir gleich mal mit dem nächsten Clip hier anfangen. Da bin ich jetzt gespannt, von wem ist denn der? Ich denke, der ist mal wieder von Wii Gamer. Von Wii Gamer. Der hat heute eigentlich die Sendung gebaut, würde ich mal sagen. Ja. Als größter Halo-Fan. Deswegen auch, die Buchstaben waren seine Idee. Ja. Aber das ist nicht so schlimm. Bin ich aber gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Da haben wir ihn schon mal. Ja. Ah, das ist die legendäre Szene von Halo, glaube ich. Genau, die Endszene, die ja erweitert wird, wenn man Halo auf Legendary durchspielt. Ja, ne? Das ist ja auch bei allen Halo-Spielen so. Beim dritten Teil war es auch so und das ist der erste, glaube ich. Dann nimmt er seinen Helm ab und man kann sein richtiges Gesicht sehen. Ja. Ja, verarscht. So. Jetzt wird's ernst. Es ist Chuck Norris. War eigentlich allen klar, ne? Es ist Chuck Norris.
Ich meine, hätte man auch vorher wissen können. Ach. Oder? Ja. Ich meine, ich denke auch, dass es deswegen kein Halo 4 gibt. Und Chuck Norris im Urlaub ist. Chuck Norris Bungee zurückgehört hat, oder was? Ja, ich finde das aber gut. Ich finde, Chuck Norris und Master Chief sind definitiv auf einer Ebene. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das darf man ja nicht sagen, ne? Bitte? Chuck Norris ist ja drüber. Das darfst du ja nicht sagen. Wieso darf ich das nicht sagen? Chuck Norris ist über allem. Chuck Norris ist Gott, das stimmt natürlich. Und auch Chuck über Norris Gott. Ist so ein Übel. Und auch über Gott. Und über Gott. Ja. Alter, das ist eine krasse Firmware, was der hat. Ne? So, dann haben wir noch ein weiteres Bild. Und ich bin noch am Lesen und am Überlegen, weil ich raff es ehrlich gesagt nicht. Ich raff es nicht. So, vermutlich steht da jetzt irgendwie was wieder wie alle Bayern sind dick. Oder so irgendwie sowas. Ähnliches. Also wer es nicht lesen kann, der hat irgendwie verloren. Das ist eine Einsendung. Irgendwie hat er verloren. Das haben wir uns alle nach 3 Stunden Monopoly auch gefragt. Hat man immer verloren. Gegen die Oma oder gegen den Opa. No Sex lese ich da in der ersten Zeile. Also es hilft, wenn man so guckt. So. Das hilft, tatsächlich, mach mal. No Sex? Ich kann es lesen. Ja, weiter? Soll ich es dir vorlesen? No Sex vor? Vielleicht lese ich hier ein bisschen größer. No Sex? Ich glaube, das heißt vor. Ich lese dir mal vor. Ja, mach mal, Mama. No sex causes bad eyes. Ja, ich trage Kontaktlinsen. Das ist auch kein Witz. Meine Brille hat normalerweise 7,0 Dioptrien auf beiden Augen. Das heißt, ich sehe gestochen scharf. Mhm. Ich esse den ganzen Tag Möhren, Vitamin A. Mein Röntgenblick ist eigentlich da, aber nur, wenn ich eine Brille habe. Ja. Durch die Brille kann ich dann durchgucken. Deswegen Röntgenblick. Verstehst du? Das ist ganz einfach. So läuft das meistens ab. So, was haben wir denn als nächstes? Ich habe noch mehr Bilder von CD Cody eingeschickt. Ne? Dein Lieblingsclip. Echt? Ja. Wir haben noch Bilder? Mhm. Echt von CD Cody? Mhm. Nicht ein Clip? Auch ein Clip. Auch ein Clip, aber eigentlich erst die Bilder? Sogar viele. Erst die Bilder und dann, okay, machen wir erst die Bilder, dann haben wir noch hier welche. Sonst ist der traurig. Zack. A wife. Because beer is heavy. Das ist sehr gut. Das ist gut, ne? Apropos, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie klugscheißerisch herkommen, aber ich lese ja momentan die Bibel. Das ist kein Witz. Ich habe mir heute wieder Vers X bis Z durchgelesen. Und das ist ja sehr interessant, wie krass die Bibel mit Frauen umgeht. Ja, nicht so gut, ne? Nicht so im Allgemeinen. Gut. Ist halt sehr konservativ. Ich möchte auch da gar nicht ausschweifen, aber ich wollte es mal nur erwähnen, weil ich hier das Bild und wie gesagt, Bier und Regenschirm und schlechtes Wetter erinnere mich sofort. Ha, Bibel, Eden. Ja, sofort ein dabei. Biblisches Bild. Dann haben wir noch Church of God. Von der Bibel direkt zur Church of God. There are some question marks that can't be answered by Google. Das ist aber mal ein gutes Statement. Ich finde das auch ein krasses Statement. Das ist ein gutes Statement. Ich glaube es nämlich nicht. Dann suchen wir nach Chuck Norris. Ja, genau. Chuck Norris can't find Google. Chuck Norris finds you. Ja. So, dann haben wir noch was. World of Warcraft. We're 40-year-old virgins unite. Das ist mein persönliches Favorite. Ja, das ist sehr gut. Ja. Und ich glaube, die stehen auch gerade alle. Und hinter der Kamera, die das Foto gemacht hat, steht gerade dieses No-Sex-Bild. Ja, genau. Siehst du? Ja. Weiter. Ja, da haben wir nochmal das alte Bild. Jetzt haben wir nochmal einen Clip. Und dein absoluter Lieblingsclip haben wir jetzt. Ja. Und zwar, ich habe ihn damals auf albinoblacksheep.com, habe ich ihn irgendwann mal gesehen. Und zwar ohne Worte. Wir gucken uns den jetzt mal ganz kurz an. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall musikalisch sehr interessant. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat. Fasziniert. Aber es gibt noch eine andere Version. Wir haben ja heute Halo-Tag. Und deswegen gibt es natürlich auch von dieser Version eine Halo-Version. Und ich finde es einfach so billig gemacht. Aber gut. Geile. Aber gut. Einfach gut. Das ist halt einfach lustig. Und die Mädels stehen drauf anscheinend. Ja, ich finde es super. Ich singe es auch den ganzen Tag. Ja, tut sie. Tut sie wirklich. Aber es stört halt nicht, weil es halt wirklich lustig ist. Jetzt gucken wir uns aber die Halo-Version an. Falls ihr euch fragt, wo ist jetzt da die Pointe? Die kommt jetzt gleich. Da, da haben wir es. I'm a kitty cat, and I dance, 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 dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Cat, I'm a kitty cat, and I dance, 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 and I dance, dance, dance. Ah, jetzt crazy, jetzt geht's ab. Ja. Das ist Epilepsy Time. Ja. Ja, also nochmal zur Erklärung. Das ist der Jäger. Das ist die so ziemlich eigentlich die krasseste Einheit, die man in ganz Halo trifft. Bei Halo 3 gibt es auch eine Stelle, da kommen auf einmal 3 Stück auf einen zu und da, das ist ganz schlimm. Ich glaube, das ist die erste Mission auf der Arche ist das.
Jetzt kommt hier das Fachwissen raus, verstehst du? Aber eigentlich sind die nicht so schlimm, wenn man denen einfach diese Plasmagranaten auf den Fuß legt. Bitte? Die Plasmagranaten einfach auf den Fuß. Auf den Fuß? Dann ich dachte, wegrennen und ich dachte, freuen. Ich dachte immer hier im Hals, in diesem Wurmbereich. Fuß reicht auch. Fuß reicht super. Auch. Ja? Ja. Da machen die noch so einen kleinen Salto, glaube ich, oder? Ja. Ja, sehr schön. So, jetzt kommen wir nochmal zu weiteren Comments, Herrschaften. Und zwar kommen wir zu Comments? Ja, wir können ja mal sagen, dass gestern die Comments richtig abgingen. Das war total krass. Das war großartig. Und da wollen wir natürlich mehr von, weil es macht ja super Spaß. Ja. Auch gerne mitlesen, auch das, mitschreiben. Das Grimme-Institut hat bei uns angerufen und gesagt, leck mich am Arsch, was für krasse Comments bei euch abgehen. Ja. Deswegen gehen wir mal, ich zeige es euch mal ganz von Anfang hier, Fuck Reality, geht ihr einfach auf TV, Fuck Reality ganz am Anfang, geht ihr auf TV, Nerd Alert, da könnt ihr dann runterscrollen, wenn es Mausrad will, bei mir will es gerade nicht so, und dann findet ihr hier die Comments ohne Ende. Wie gesagt, macht mit, 237 von WeGamer. Ja? Und da können wir gleich mal reinschauen. Der hat nämlich auch noch ein interessantes Profilbild, soweit ich weiß. Genau. So, wo, klicken wir einfach mal da drauf. Sind wir, in die Comments, da ist es. Da hat er dich drin. Ja, warte. Oh nein. Da hat er es rausgetan. Registriert. Nee, der hatte nämlich noch was sehr Schönes. Man kann ja jetzt auch so Bilder uploaden in so einer Galerie. Ja? Was auch alle nutzen sollten. Und ich finde das super. Und da war auch ein lustiges Bild über Master Chief drin, nehme genau, ich mal an. Genau, nämlich, ne? Wie er auf dem Klo sitzt. Und das ist natürlich, also so ein richtig echtes Bild. Das war nicht gezeichnet, sondern richtig geil. Richtig echtes Bild. Ja, das war ja ein echt, denke ich, okay. Oder? Krass, nicht schlecht. Ne? Es ist schon wieder vorbei. Unfassbar, wie die Sendezeit vergeht. Schreibt uns euer Feedback in den Comments. Nerdalert.de, dabei sein, unbedingt dranbleiben. Großartige Sache hier. Tschüss.